Möchtest du nicht auch wissen, ob dein oder deine Ex an dich denkt und er oder sie vielleicht überlegt, wieder mit dir zusammenzukommen? Natürlich kann man nicht einfach in den Kopf von deinem oder deiner Ex hineinblicken, aber man kann sein oder ihr Verhalten richtig deuten und so herausfinden, ob dein oder deine Ex dich überhaupt zurück will. In diesem Video zeige ich dir die 9 häufigsten Anzeichen, ob du noch eine Chance bei deinem oder deiner Ex hast. Also gehen wir es gleich an mit Anzeichen Nummer 1. Dein oder deine Ex meldet sich öfters mal bei dir. Wenn dir dein oder deine Ex ab und an mal schreibt, dich anruft oder vielleicht nicht mal zufällig ein Bild von dir auf Facebook liked, dann ist es eines der offensichtlichsten Anzeichen, dass dein oder deine Ex dich nicht verlieren will oder noch regelmäßig an dich denkt. Je öfter dir dein oder deine Ex von sich aus schreibt, desto besser. Und so als Faustregel kann man sagen, wenn sich dein oder deine Ex so circa oder mindestens einmal pro Woche bei dir von sich aus meldet, dann ist das ein extrem positives Anzeichen. Wenn du schon mit deinem oder deiner Ex regelmäßig schreibst, dann achte darauf, wie antwortet dein oder deine Ex, was sagt er oder sie, sind es vielleicht so langweilige Ein-Wort-Antworten oder schreibt dein oder deine Ex immer eine längere Nachricht zurück und stellt vielleicht sogar eine Frage, damit du von dir aus auch wieder was schreibst und so das Gespräch am Laufen bleibt. Übrigens, wie du es schaffst, dass dich dein oder deine Ex wieder vermisst, dafür haben wir ein extra Video auf unserem Kanal gemacht, also schau, dass du auch dieses nicht verpasst. So, gehen wir gleich weiter zu Anzeichen Nummer 2. Dein oder deine Ex meldet sich wegen irgendwelcher plumpen Gründe oder verwendet die sogenannte Vorwandtaktik. Wenn dich dein oder deine Ex also häufiger mit einem plumpen Vorwand kontaktiert und oder wenn er das macht, dann könnte es sein, dass er oder sie die Trennung vielleicht schon bereut und wieder mehr Kontakt mit dir haben möchte. Dein oder deine Ex wendet dann die sogenannte Vorwandtaktik ein. Das heißt, dein oder deine Ex kontaktiert dich aus einem sehr gekünstelten Vorwand heraus. Zum Beispiel, dass man noch die Zahnbürste holen muss oder irgendeinen vermeintlich wichtigen Gegenstand, der sich so rein zufällig noch bei dir befindet. Also irgendwas Belangloses, was aber jetzt zufälligerweise plötzlich extrem wichtig ist. Wenn dich dein oder deine Ex also öfters mal von sich aus kontaktiert und dann vielleicht auch noch einen nicht ganz so plausiblen Grund dafür nutzt, dann ist das ein sehr starkes Anzeichen, dass du deinem oder deiner Ex noch lange nicht aus dem Kopf gegangen bist. Apropos, wenn du keine wichtigen Ex-Zurück-Infos von uns mehr verpassen möchtest, dann abonnier doch bitte unseren Kanal, den Button findest du unter diesem Video. Und lass uns doch noch einen Daumen hoch da, wenn dir das Video bis jetzt gefällt. So, jetzt ist aber schon an der Zeit für Anzeichen Nummer 3. Dein oder deine Ex will mit dir befreundet bleiben. Die einfachste Variante, dass man jemanden nicht vollständig gehen lässt, ist so Freunde zu bleiben, denn das garantiert dann ein gewisses Maß an Restverbindung zu einem Menschen. Dabei ist es dann auch vollkommen wurscht, ob dein oder deine Ex generell dieses Freundebleiben anbietet oder mit dir auch auf Social Media noch befreundet oder verbunden bleibt. Wenn dein oder deine Ex das vorschlägt, also das Befreundetsein, dann heißt es nichts anderes, dass noch eine emotionale Verbindung zwischen euch da ist und dein oder deine Ex mit dem Gedanken, dass du jetzt zu 100% aus dem Leben verschwindest, dass er da oder er oder sie damit noch nicht wirklich so glücklich ist. Grundsätzlich, wenn dir dein oder deine Ex das anbietet, dann empfehle ich nicht, dass du gleich nach der Trennung dich aufs Freundebleiben einlässt. Natürlich wirst du deinem oder deiner Ex, wenn du dann wieder Kontakt aufnimmst, ihm oder ihr freundschaftlich begegnen müssen, bevor ihr wieder zusammenkommen könnt. Aber dazu in anderen Videos mehr, das wird heute ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber stürzen wir uns gleich in Anzeichen Nummer 4. Dein oder deine Ex nennt diese 3 sprachlichen Vermissensindikatoren. Es ist nicht nur ein wichtiges Anzeichen, dass sich dein oder deine Ex bei dir meldet, sondern auch, was er oder sie zu dir sagt. Wenn dabei oft sogenannte sprachliche Vermissensindikatoren dabei sind, dann könnte es gut sein, dass dein oder deine Ex die Trennung vielleicht schon etwas bereut. Ich erkläre dir nun drei solcher Vermissensindikatoren, auf die du ab sofort achten kannst. Indikator Nummer 1. Dein oder deine Ex spricht darüber, dass er oder sie dich vermisst. Das ist sicher das offensichtlichste Anzeichen, wenn dein oder deine Ex explizit sagt, ich vermisse dich oder sowas in der Art. Dennoch kann es auch viel subtiler passieren. Vielleicht erwähnt dein oder deine Ex nur beiläufig, dass er oder sie die gemeinsame Zeit vermisst oder dass ihm oder ihr eine gemeinsame Aktivität fehlt, die ihr vielleicht beide immer gemeinsam gemacht habt.
Indikator Nummer 2. Dein oder deine Ex redet hypothetisch über eure Beziehung. Es kann oft passieren, dass dein oder deine Ex beiläufig erwähnt, wie es denn so rein hypothetisch wäre, wenn ihr beide wieder zusammen wärt. Wenn dein oder deine Ex über eine gemeinsame Zukunft spricht, dann ist das ein extrem starkes Signal, dass er oder sie dich womöglich wieder im eigenen Leben haben möchte. Was heißt das jetzt konkret? Ich gebe dir da gleich ein Beispiel. Wenn dein oder deine Ex zum Beispiel darüber redet, dass ihr beide wieder mal nach Nizza fahren könnt, weil der letzte gemeinsame Urlaub dort zu schön war, dann antwortet er auf keinen Fall, ja, lass uns das sofort machen, buchen wir am besten gleich jetzt ein Ticket, super geil. Bleib da cool und gechillt und sag stattdessen irgend sowas wie, ja, das wäre wieder sehr schön, dann könnten wir auch wieder in dieses gute Restaurant am Meer gehen und diesen leckeren Fisch dort essen. Bleib also auch bei der hypothetischen Formulierung und verwende den Konjunktiv im vorherigen Beispiel, also wäre und könnten. Indikator Nummer 3. Dein oder deine Ex redet über gemeinsame schöne Zeiten. Achte dabei auf Aussagen, wo dein oder deine Ex schöne gemeinsame Erlebnisse erwähnt, wie zum Beispiel eine gemeinsame Reise, irgendein super toller Spaziergang oder ein romantischer Besuch in einem Restaurant. Ein Beispiel, wenn dein oder deine Ex schreibt oder sagt, das erinnert mich, als wir letztes Jahr picknicken wollten und justament, als wir alles ausgepackt haben, hat dann ein Wolkenbruch eingesetzt. Wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht. Also nochmal kurz zusammengefasst, diese drei sprachlichen Vermissensindikatoren. Also Indikator 1, dein oder deine Ex spricht darüber, dass er oder sie dich vermisst. Indikator 2, dein oder deine Ex redet hypothetisch über eure künftige Beziehung. Und Indikator 3, dein oder deine Ex redet über gemeinsame schöne Zeiten. Und wenn du schon so einen Vermissensindikator von deinem oder deiner Ex bekommen hast, dann schreib ihn doch unten in die Kommentare hinein und teile ihn uns mit. So, wir haben jetzt Halbzeit und gehen gleich weiter mit Anzeichen Nummer 5. Dein oder deine Ex reagiert beleidigt oder eifersüchtig. Vielleicht klingt das jetzt ein wenig paradox für dich, aber du wirst gleich merken, dass es total logisch ist. Für die meisten Menschen ist es so, wenn uns etwas egal ist, dann reagieren wir relativ selten emotional auf irgendwas. Ich gebe dir gleich ein Beispiel. Wenn ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin von dir ein Foto mit einem Menschen vom anderen Geschlecht postet, dann wird dir das in den meisten Fällen emotional nicht sonderlich aufrühren. Aber versetzen wir uns kurz in deinen oder deine Ex, der dich vielleicht wieder zurück möchte und die Trennung schon etwas bereut, dann wird er oder sie sich schon fragen, wer dieser andere attraktive Mensch auf dem Foto mit dir ist und wird vielleicht auch noch etwas eifersüchtig sein. Gleiches gilt auch, wenn dein oder deine Ex ein bisschen beleidigt ist, zum Beispiel wenn du ihm oder ihr nicht zum Geburtstag gratuliert hast oder nicht zu einem Feiertag gratuliert hast. Also Fazit, wenn dein oder deine Ex manchmal etwas schnippisch reagiert oder ein bisschen eifersüchtig ist, dann bedeutet das, dass dein oder deine Ex womöglich noch ein bisschen was an dir liegt und du ihm oder ihr nicht ganz egal bist. Anzeichen Nummer 6. Dein oder deine Ex startet irgendwelche betrunkenen Aktionen. Alkohol senkt die Hemmschwelle ganz beachtlich. Man tut dann oft Dinge, die sich, solange man ein bisschen angetrunken ist, sich als hervorragende Idee entpuppen, das aber meistens dann nicht so sind und man sie im Anschluss dann bereut. Wenn also dein oder deine Ex noch Gefühle für dich hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass sich dein oder deine Ex noch ein paar Bier oder Wein oder Cocktails oder was auch immer am Anflug von Sehnsucht dir eine SMS schreibt oder dich kontaktiert. Es ist dann auch nicht wirklich wichtig, was dein oder deine Ex sagt oder schreibt oder ob es jetzt viel Sinn macht. Es ist gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, du bist noch in den Gedanken von deinem oder deiner Ex. Übrigens, wenn viele solcher Anzeichen wie die bisherigen zutreffen, dann kannst du alles noch zusätzlich verstärken, indem du gezielt Situationen schaffst, sodass dein oder deine Ex dich noch stärker zu vermissen beginnt. Wie das geht, zeige ich dir in anderen Videos auf unserem Kanal. Also schau dir die unbedingt an und stell sicher, dass du die nicht verpasst. Anzeichen Nummer 7. Du begegnest deinem oder deiner Ex ständig. Vielleicht denkst du dir auch, komisch, irgendwie kommt es mir so vor, als wird meine Ex und ich immer am gleichen Ort sein.
Also wenn ihr beide euch zufällig öfters begegnet, dann ist das ein sehr positives Signal, dass dein oder deine Ex hofft, dass die Chemie zwischen euch noch stimmt und vielleicht noch eine Verbindung existiert. Womöglich schaut dein oder deine Ex immer rein zufällig auf dein Facebook-Profil. Also Studien haben ja gezeigt, dass der Großteil aller Menschen die Profile von oder von der Ex checkt und sieht da zum Beispiel, dass du auf dieser Party bist oder auf jenes Konzert gehst und schwuppdiwupp ist dein oder deine Ex plötzlich auch ganz zufällig an diesem Ort. Oder du triffst deinen oder deine Ex plötzlich öfters mal in deinem Stammlokal. Bald solltest du aber tun, wenn ihr euch begegnet. Dein oder deine Ex wird da vielleicht ein bisschen distanziert tun und so erscheinen, als ob du ihm oder ihr völlig egal wärst. Lass dich da nicht aus dem Konzept bringen, das bedeutet im Allgemeinen relativ wenig. Für dich ist ganz wichtig, dass du das Ganze cool angehst, diese Begegnung, und dich locker und freundlich präsentierst. Und vermeid unbedingt, dass du über die Trennung redest. Das funktioniert meistens nicht so gut dann. So, weiter geht's mit Anzeichen Nummer 8. Dein oder deine Ex stellt sicher, dass du weißt, dass er oder sie gerade niemanden datet. Also wenn dein oder deine Ex verdächtig oft andeutet, das kann auch beiläufig so hinterrücks sein, dass er oder sie momentan auf keine Dates geht, dann könnte es sein, dass für deinen oder deine Ex die Trennung doch nicht so ganz endgültig ist. Selbiges gilt dann übrigens auch in umgekehrter Richtung und dein oder deine Ex fragt dich, ob du gerade jemanden triffst. Das kann einfach mal ein Abchecken sein, weil er oder sie wissen will, ob du noch verfügbar bist am Markt. Und wenn du gerade jemanden datest, dann kannst du das ruhig deinem oder deiner Ex sagen, aber sei doch relativ vorsichtig. Also reib's ihm jetzt nicht unter die Nase und sag, ah, ich bin so glücklich und jetzt in einer neuen Beziehung, sondern geh's ein bisschen gelassener an und schau da auch, wie ist die Reaktion von deinem oder deiner Ex. Also ist da vielleicht ein bisschen eine Prise Eifersucht dabei, und Eifersucht haben wir ja schon gehabt, dass das ein hervorragendes Signal ist, dass dein oder deine Ex dich womöglich wieder zurück will. Und wenn du gerade niemanden triffst, dann sei auch da ehrlich, aber vage. Du kannst zum Beispiel sagen, momentan treffe ich mich nicht mit jemandem, aber wer weiß, vielleicht passiert ja noch was. Man passiert ja meistens dann, wenn man es nicht erwartet. Okay, auf geht's zum letzten Anzeichen. Anzeichen Nummer 9. Dein oder deine Ex will mit dir über die Trennung reden. Vielleicht ist es zur Trennung gekommen, ohne dass dein oder deine Ex dir irgendeinen expliziten Grund genannt hat. Wenn dann ein bisschen Zeit vergeht, wenn sich alles normalisiert, sich die Emotionen abkühlen und man alles so mit ein bisschen Abstand betrachtet, dann passiert es häufig, dass dein oder deine Ex draufkommt, dass es vielleicht auch ein Fehler war, sich von dir zu trennen. Und dann ist auch die Bereitschaft sehr hoch, dass man nochmal über alles redet, und man hat dann eben die Hoffnung, dass man alles dann dadurch nochmal versuchen kann und dadurch der Beziehung eben eine zweite Chance nochmal geben kann. Und ich habe am Schluss jetzt noch einen Bonustipp für dich, nämlich Anzeichen Nummer 10, wenn dein oder deine Ex sich plötzlich anders verhält als gewöhnlich. Bei allen vorherigen Anzeichen achte immer darauf, ob dein oder deine Ex irgendetwas anders tut, als sonst das der Fall war. Denn alles, was abweicht vom normalen Verhalten von deinem oder deiner Ex, könnte ein Indikator sein, dass er oder sie deine Aufmerksamkeit erregen möchte. Wenn sich dein oder deine Ex also nach der Trennung nicht gemeldet hat und auch auf Facebook nichts mehr gepostet hat und jetzt plötzlich extrem viel postet oder auch seinen oder ihren WhatsApp-Status permanent updatet oder dir vielleicht sogar auch schon SMS zu schreiben beginnt, dann kann es schon sein, dass er oder sie die Trennung schon ein bisschen bereut und sie das Interesse an dir langsam aber sicher wieder erneuert. So, das war's jetzt mit diesen 9+1 Anzeichen, ob dich dein oder deine Ex wieder will. Wichtig ist noch, du nicht so viel hineininterpretieren, wo eigentlich nichts ist. Also ich möchte dich trotzdem nochmal darauf hinweisen, wenn einige Anzeichen zutreffen, dann heißt das jetzt nicht unbedingt im Umkehrschluss, dass du nun absolut safe bist und ihr sicher wieder zusammenkommt. Deswegen geht das Ganze cool an und verwende die richtige Strategie, auch wenn mehrere Anzeichen zutreffen. Schau also unbedingt noch die anderen Videos auf unserem Kanal zu diesem Thema an. Und natürlich, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns bitte einen Daumen hoch da und abonniere auch unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Klick da einfach dazu auf den Button unter diesem Video. Oder natürlich schau auch rüber auf unserem Blog www.szenario2.com und abonniere dort unseren kostenlosen Ex-Zurück-Newsletter, wo wir dir Strategien verraten, die wir nur mit unseren Abonnenten und Abonnentinnen teilen.
So, und jetzt bist du dran. Welche der bisherigen Anzeichen konntest du schon bei deinem oder deiner Ex feststellen? Oder vielleicht hast du eine Frage, ob es sich in deinem konkreten Fall wirklich um ein Anzeichen handelt. In jedem Fall schreib es uns doch unten in die Kommentare. Und das war's dann für heute schon. Danke und bis im nächsten Video.